Und willkommen zurück, YouTube, zu einer neuen Let's Play Skyrim. Wir unterhalten uns hier gerade mit Oda whatever. Wieder so ein Idiot, der zwei Sprachen gleichzeitig sprechen muss. Und er soll uns zu Alduin bringen. Dafür bringen wir ihn nicht um. Und er erwartet aber, dass wir ihn jetzt freilassen, damit er uns hinfliegen kann. Aber ganz ehrlich, so einen Drachen einfach freizulassen, ist vielleicht keine gute Idee. Aran, ihr verletzt mich, Dovahkiin. Ich mag nicht die ganze Wahrheit sagen, doch ich bin kein Lügner. Na, du verschweigst mal, das ist ja viel besser. Überzeugt euch mit eigenen Augen. Suni Bonolhet, ich werde hier sein, wenn Alduin nicht vor euch zurückkehrt. Unglaublich. Sir, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich auf eine solche Gelegenheit gewartet habe. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr mir erlaubtet, einige Untersuchungen an euch durchzuführen. Natürlich rein akademischer Natur. Geht, Magier! Stellt mein Versprechen dem Dovahkiin gegenüber nicht auf die Probe! Ich versichere euch, ihr werdet es nicht einmal merken. Die meisten davon sind für einen großen Drachen wie euch nahezu schmerzlos. Holen wir uns einfach seinen Kopf, dann haben wir Ruhe, wie Gimli sagen würde. Schlechte Idee, selbst für euch. So, wo sollen wir denn dann jetzt hin? Müssen wir den jetzt tatsächlich freilassen wieder? Ein paar fehlende Schuppen würden euch doch sicher nicht stören. Oder ein paar Tropfen Blut? Am Ende brauchen wir halt doch Flügel, damit wir da hinkommen. Der steht nur da, der tut gar nichts. Es reicht, Dummkopf. Na, Feuer spucken kann er ja immer noch. Aber naja, dann müssen wir ihn wohl freilassen. Nicht zu glauben, es hat funktioniert. Seid ihr euch auch sicher? Ihr wollt den Drachen befreien? Nach all dem Ärger, den wir hatten, ihn dort einzuschließen? So schwierig war es jetzt auch wieder nicht. Jetzt habt dich mal nicht so. Los, mach auf. Euer Begräbnis. Jemand anderes wird euch helfen müssen, ihn da wieder reinzuschaffen. Macht euch zum Öffnen der Falle bereit. Das scheint mir eine sehr schlechte Idee zu sein. Na, falls er weg will, hauen wir ihn wieder nieder. Wir haben ja Drachenfall noch ausgestattet. Das heißt, der, wenn wegfliegt, kommt der gleich wieder runter. Alles zum Plan des Drachenbunds. Do the thing! Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Wir sollen doch mit dem reden. Jetzt bügeln wir schon wieder mit ihm. Ist immer aufs Bügeln drauf. Hör auf! Böser! Der Drache! Aber geile Musik kommt. Okay, gut, die Flügel sollten wir vielleicht nicht verletzen. Die brauchen wir noch. Das ist der Teil, den wir haben wollen. Gib's jetzt auf. Ist genug. So, können wir jetzt mit ihm reden? Ja, was ist jetzt? Los. Ja, wie? Wir sollen doch mit ihm reden. Warum lässt uns das Spiel nicht mit ihm reden? Dann müssen wir uns anderweitig bügeln. Sieht sogar langsam die AP-Anzeige aus. Ich verstehe nur gerade nicht, warum wir nicht mit ihm reden können. Jetzt komm, reden. Ich drück eh. Ich gehe mal kurz aus dem Raum raus und wieder rein. Vielleicht lässt mich das Spiel dann mit ihm reden. Einmal kurz raus und wieder rein. Das könnte helfen. Ansonsten müssen wir vom letzten Speicherpunkt aus mal neu laden. Das haben wir es kaputt gespielt. Aber irgendwie, der lässt... Ich werde sie. Der lässt mich. Was soll denn das? Ach, meine Beine braucht er nicht mehr. Der braucht die Flügel. Wenigstens wären wir so ganz gut im Schwertkampf. Aber warum dürfen wir nicht mit ihm reden? So, ist jetzt mal. Ich drück E. Hallo.
Ich drücke E. Ihr hört, wie ich E drücke, ich hämmere es. Okay, da scheinen wir was kaputt gespielt zu haben. Bedeutet dann wohl System laden. Leider habe ich zwischen den Folgen nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen uns mindestens noch einmal mit dem prügeln. Das ist leicht blöd. Aber, ja gut, das Gespräch können wir eigentlich größtenteils dann überspringen. Aber warum wollt ihr denn nicht mit sich reden lassen? So, Drachenfall, Objekte. Komisch. Der war unkooperativ, muss ich sagen. Sehr, sehr unkooperativ. Gut, dann ruft euren Drachen mal. Ja. Wir sind bereit. Der kommt gleich. Da ist er schon. Da kommt er. Tschüss. Der darf wieder fliegen. Das tut irgendwie so leid. Jetzt muss er nur wieder in Reichweite kommen für Drachenfall. So, Drachen gefällt. Gefällt. Ja, jetzt kommt rein, der muss hier rein. Also würdet ihr aus dem Winkel eh nur die Decke treffen. Ja, komm rein, hier lang. Lydia, nicht. Geh zurück. Ich werde es. Was will Lydia? Nee, hier mich angreifen. Hier spielt die Musik. Runter. Ui. Ihr steckt noch heute dran. Ein sehr widerstandsfähiger Drache ist das. Dann Lydia mitkommen. Hier lang, Lydia. Beifuß. Beifuß, Lydia. Ich bin direkt. Wie ihr wünscht, Tane. So, du bleibst jetzt hier. Jetzt komm. Bisschen weiter noch. So, dann haben wir den wieder eingefangen. Dann will ich mal das Gespräch hinter. Hör auf! So, ja, ja, kennen wir schon. Bla 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 bla. Schneller, rede schneller. Er ist sein Tor. Men so lost offen hinlang. Ah, nun. Nur so, natürlich wir alles schon, haben wir schon könnte ich euch dorthin fliegen. Aber nicht solange ich noch. Onik und ihr befreit mich. Dann trage ich euch nach Skull. Dann schauen wir doch mal, ob es jetzt besser will. Du, davon mach deine Arbeit. Seid ihr euch auch sicher? Befehl ist Befehl, los. Euer Begräbnis. Jemand anderes wird euch helfen müssen, ihn da wieder reinzuschaffen. So. Besucht ihr die Drachenfeste, um über Schnauze. Die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Jetzt mach's einfach. Los. Weiter, Soldat. Das gehört alles zum Plan des Drachenbluts. Bei allen Göttern. Fast nun. Sini dein Ruti erst war. Ah, so ist besser, Großer. Schön auf meinen Befehl hören. Sonst gibt's wieder auf die Fresse, ja? So. Saran Ut. Ich warte auf euren Befehl, wie versprochen. Okay, das Seid ist besser. Seid ihr bereit, die Welt zu sehen, wie es nur ein Dover kann? Oder alle anderen, oder alle Vögel. Also nicht vergessen, Vögel können das auch. Na dann mal, warten wir noch. Ach komm, weiter geht's. Sok, Brit, Ut. Ich warne euch, sobald ihr durch die Himmel von Kaisal geflogen seid, wird euer Neid auf die Doft nur stärker werden. Ja, ich bringe euch doch so oder so alle um. Ist doch kein Problem.
Auf geht's! Hops! Und losgeflogen! Und so begeben wir uns auf den Schwingen eines Drachen zu Alduins Tempel. Weiter kann ich euch nicht bringen. Griff, Wot, Akrin. Ich werde nach eurer Rückkehr Ausschau halten. Oder nach der Alduins. Der ist eigentlich ein echt feiger Sack, der Typ. Er ist eigentlich ein Gegner Alduins, aber er traut sich halt nicht, sich gegen Alduin zu stellen. Also hofft er, dass wir die Drecksarbeit für ihn übernehmen und Alduin umbringen. Ja. Und dass hier alle von Alduin... Okay, der kann wieder mal gut ausweichen. Boah, ich liebe solche Schüsse. Bam! Und gegen die Wand. Ah, so große Distanz sind diese Spezialschüsse schon echt krass. Die sehen einfach geil aus. Und diese Zeitlupenschüsse, wie man sie auch jetzt nennen will. So, der, da bekommen wir leider zum Pfeil nicht wieder. Vielleicht hat der andere zum Pfeil noch. Ist das ein anderer Drache? Oh, das ist ein anderer Drache. Okay. Magie, Schreie, Drachenfall ist ausgestattet. Wieder auffüllen. Ja, jetzt landet er da oben, oder wie? Idiota! Ja, was... Ah, das blödes Drachenmistvieh. Ist jetzt... Warum landet... Gerade eben konnte er hier noch landen. Dann eben so. Dann eben auf die altmodische Art und Weise. Du hast da einen Pfeil im Gesicht, mein Freund. Hörst auf. Und zensierter Kill. Das ist viel zu viel Brutalität für YouTube, daher wird das jetzt mit dem Kamerawinkel zensiert. Das war das erste Mal, dass wir so in Zeitlupe einen Drachen gekillt oder so in diese Perspektive einen Drachen getötet haben. Fällt mir gerade so auf. Na, da guckst du, während du verbrennst. Elendiger Drache. Nom, Drachenseelen. Ja. Da fällt mir ein, wir müssen noch unser Schwert wieder verzaubern. Okay. Zack. Was hast du denn dabei? Gold. Eins von beiden mitnehmen. Wenn das alles war, was Alduins Tempel an Wachen zu bieten hat. Oh, okay, das war nicht alles. Ui. Ein lieber Traugericht. Daneben. In sein Gesicht. Daneben. Okay, ich schieße auch oft genug daneben. Das trifft er bald öfter als ich. Hörst auf. Und weg. So. Schön die guten Pfeile wieder einsammeln. Die sind wirklich mal was wert. Vulkanglaspfeile. Wenn hier noch mehr Leute rumkrebsen, dann gehe ich mal in Sneaky Mode. Also ein Stück Sprinten geht wahrscheinlich auch. Oh. Offenbar hat Alduin hier seinen ganzen Hofstaat dagelassen. Ein Eisdrache. Ah, die Musik ist so gut.
Das Stück habe ich mir tatsächlich auch. Was ist da noch für einer? Der sieht mächtig aus. Sieht nach einem Trauberfürst aus. Kein Problem. Und weg mit dir. Au! Das tut doch weh! Oh ja, ein Trauerwurst. Der könnte problematischer werden als dieser Drache hier. Stiefel der geringen Ausdauer. Nein, nein, nein. Solange der da oben ist und die hier unten, sollte das nur eine halbe Ewigkeit dauern, den mit Pfeilen so runterzuziehen, dass wir ihn töten können. Oder wir suchen einfach den Weg nach oben, das dauert uns wirklich zu lang. Wir spielen ja hier nicht schießt den Trauger ab, sondern wir sind ja The Elder Scrolls 5 Skyrim. Zu sagen. Was sind denn die jetzt alle? Ist noch einer. Traugertor. Ich finde das gerade gar nicht gut, dass sie so viel rumrennt, was so gemeine Namen hat. Gefällt mir nicht. Starke Heilung. Okay. Okay. Wo geht's hier überhaupt hoch? Hey, mein Bogen! Mein Bogen weggeklaut. Ach, das ist einer von denen, der dich entwaffnen kann. Hussa, der wird Spaß machen. Okay, wir müssen einen Weg darauf finden. Schön, bleiben, wo du bist. Wo ist unser Schild hingekommen? 5. Das wäre wieder. Okay, gleich haben sie die Erinnerung verloren, dass sie einen Eindringling suchen. Kommt davon, wenn man sich diese Moderhirne als Wachen anstellt. Wenn man seit ein paar hundert Jahren tot ist, da lässt die Gedankenleistung nach. Aber wir sehen sie erstaunlich gut für die Tatsache, dass sie Zombies sind. So. Nope. Komm, das hat doch gar nicht. Wo ist mein Bogen hin? Wo ist mein schöner... Wo haben die meinen Bogen hingeschrieben? Ich finde es nicht gut, dass die meine Waffe geklaut haben. Okay, gegen die brauchen wir auch wieder Fußstrecke. Ich nehme mich auf. Ach, komm schon! Ist ja zum Glück gar nicht nervig oder so. Okay, wir müssen die irgendwie austricksen. Objekte, Waffen. Ich muss den Bogen immer sofort wieder aufheben. Als allererstes loswerden. So. Ich nehme eine Waffe mit für den Fall der Fälle, dass uns wirklich die Waffen ausgehen. Los!
Objekte, Waffen. Moment, hat der Dämmerbrecher nicht Spezialeffekt gegen... Au, au, au. So, und jetzt holen wir uns unsere richtigen Waffen wieder. Oh mein Gott, wie die halt so viel härter sind als die Drachen. Und wie wir sie bezwingen, weil die Folge jetzt schon eigentlich viel zu lang ist, wie wir diese beiden Fürsten des Todes bezwingen, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Bis dann, YouTube. Tschüss.